So, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu meiner kleinen Geschichte über Sex im gläsernen Käfig. Dabei geht es allerdings gar nicht um mein eigenes Liebesleben, das ist viel zu uninteressant für heute Abend, sondern um das von Diatomeen oder auf Hochdeutsch Kieselalgen. Das sind winzig kleine, einzellige Algen, von denen es aber tatsächlich so viele gibt, dass sie alle zusammen für 25% der globalen Photosynthese verantwortlich sind. Das heißt, diese kleinen Viecher produzieren ein Viertel von all dem Sauerstoff, den wir die ganze Zeit atmen, und sie entfernen auch wieder fast ein Viertel von all dem Kohlendioxid, das wir alle so munter in die Atmosphäre blasen. Damit sind Kieselalgen für das Weltklima ungefähr genauso wichtig wie sämtliche tropischen Regenwälder zusammen. Außerdem haben sie eine Besonderheit, denn ihre Zellen verfügen über eine Art äußeren Schutzpanzer, der aus Silikat, also quasi aus Glas, besteht. Hier haben wir mal Fotos von einigen dieser Panzer. Die gibt es in sehr, sehr unterschiedlichen Formen, abhängig von der Art. Und sie sind einfach wunderschön anzuschauen, vor allen Dingen, wenn sie so attraktiv zusammengelegt worden sind wie die hier. Nur, wenn man sich die anschauen möchte, dann geht das nur unter dem Mikroskop, denn sie sind ebenfalls sehr, sehr winzig. Wegen dieses Schutzpanzers führen unsere Kieselalgen jetzt ein Leben in einer Art gläsernen Käfig. Das hat zuerst mal den großen Vorteil, denn so ein Ding schützt vor dem Angriff von Fressfeinden. Denn wer immer an das zarte, schmackhafte Innere ran möchte, der muss sich ja erstmal durch diesen Glaspanzer durchbeißen und naja, wer kaut schon gerne auf Scherben rum. Allerdings hat so ein Käfig auch eine Reihe von Nachteilen und viele davon haben mit, naja, nicht ganz jugendfreien Themen zu tun. Deshalb möchte ich jetzt gerne alle Minderjährigen im Publikum bitten, sich mal für eine Minute die Finger in die Ohren zu stecken. Denn jetzt geht es um Fortpflanzung. Die ist natürlich deutlich erschwert, wenn man sein Leben quasi in Einzelhaften so einem Glaskäfig verbringt. Da lernt man nur sehr, sehr schwer attraktive Partner kennen. Dieses Problem haben Kieselalgen ganz elegant gelöst, denn die meiste Zeit machen sie es einfach ohne Partner. Das heißt, sie vermehren sich durch Zellteilung, so wie Bakterien auch. Einfach aus eins, schwupps, macht zwei, fertig. Ganz so einfach ist es für Kieselalgen dann aber doch wieder nicht und das hat wieder mit diesem Glaskäfig zu tun, denn nach der Zellteilung hätte ja auch die neu gebildete Zelle gerne so einen glänzenden gläsernen Schutzpanzer. Nur, wenn man einen Käfig innerhalb eines Käfigs baut, dann wird der neue Käfig zwangsläufig ein bisschen kleiner. Genau das passiert auch bei unseren Kieselalgen, das heißt, nach der Zellteilung ist die Hälfte aller Nachkommen ein bisschen geschrumpft. Weil das so wichtig ist, reite ich dann nochmal ein bisschen drauf rum. Das heißt, wenn so eine Diatomeen- oder Kieselalgenzelle sich teilt, hat man das Ergebnis zwei Zellen. Eine davon ist genauso groß wie die originale Zelle, das sehen wir rechts, und die andere ist ein bisschen kleiner geworden, das sehen wir links. Diese beiden Zellen teilen sich jetzt irgendwann nach genau dem gleichen Schema nochmal, und ich führe das jetzt mal nur auf der linken Seite fort. Diese schon etwas kleinere Zelle hat dann irgendwann nochmal ein Kind, das nochmals ein bisschen kleiner ist. Und auch diese nochmals etwas kleinere Zelle hat dann irgendwann ein Kind, das nochmal wieder ein bisschen kleiner ist. Und so geht das immer weiter. Nur irgendwann würden die Zellen dabei halt viel zu klein werden, um noch überleben zu können. Und da müssen die Kieselalgen irgendwie gegensteuern. Dafür setzen sie dann auf eine ganz einfache Lösung, die ganz allgemein überall für sehr viele Probleme sehr erfolgreich zur Anwendung kommt. Sie haben nämlich einfach Sex. Sex macht winzig kleine Dinge riesengroß, wie auch meine Ex-Freundin immer wieder voller Begeisterung beobachten konnte. Und bei Kieselalgen ist es nun so, dass das Resultat nach dem Sex kein süßes und vor allem kleines Baby ist, sondern das ist tatsächlich so ein mordsmäßig riesengroßes Teil, die sogenannte Initialzelle. Das ist dann die allergrößte Zelle überhaupt. Die kann sich jetzt wieder munter teilen und dabei kleiner, kleiner, kleiner werden, bis es wieder Zeit wird, Sex zu haben. Nach dem Sex hat man dann wieder diese riesengroße Initialzelle und das Ganze geht von vorne los, immer im Kreis. Das heißt, für Kieselalgen geht es beim Sex nicht nur darum, ein bisschen Spaß zu haben und den Genpool aufzumischen, sondern es ist für sie auch der Ausweg aus dieser Schrumpfungsproblematik. Trotzdem sind Kieselalgen, was den Sex anbelangt, eher vorsichtig unterwegs, denn dafür müssen sie halt aus ihrem Glaskäfig rauskommen und dann sind sie ziemlich schutzlos und angreifbar. Unsere Geschichte beginnt nun mit einer kleinen Kieselalge, die auf den malerischen Namen Fragilariopsis kergolensis umira Hustedt hört, oder einfach FKerg, wie ich sie heute Abend mal nennen werde, damit ich nicht irgendwann mit einem Zungenkrampf abbrechen muss. Hier sehen wir ein paar von den kleinen Rackern, wie sie in Reihe und Glied nebeneinander liegen. Die sind halt sehr gesellig. Und hier ist mal eine Zelle hervorgehoben. Und was man hier außenrum sieht, ich hoffe, der Laserpointer ist gut genug dafür, war so ein bisschen gezackt und... Ups. Entschuldigung, falscher Knopf. So, was so ein bisschen gezahnt und gezackt aussieht, das ist tatsächlich dieser Glaskäfig und innen drin dieses olivbraune, gubbelige Zeug, das ist die lebende Zelle. FKerg ist eine der häufigsten Diatomeen des Südozeans und gleichzeitig eine der wichtigsten Arten des globalen Silikatkreislaufs. Das heißt, Biologen interessieren sich sehr für sie. Und wann immer Biologen sich für jemanden interessieren, fragen sie als erstes nach Sex und nach Fressen. Da sind sie halt ganz wie Männer, vor allem die männlichen Biologen natürlich.
Nur wenn es um das Thema Sex geht, dann wissen wir herzlich wenig über F. Kerk. Denn tatsächlich hat man die bisher erst ein einziges Mal in flagranti in freier Wildbahn erwischt. Alle anderen Beobachtungen darüber fanden im Labor statt, unter künstlichen Bedingungen. Das ist dann so eine Art Diatomeen-Porno. Und wie jeder weiß, von so einem Porno kann man sich zwar vielleicht ein paar nette Ideen abschauen, aber das wirklich echte Leben wird da eigentlich eher selten gezeigt. Wir haben auch überhaupt keine Ahnung, wie häufig F-Kerk gar nicht Sex hat. Das kann sein, dass es alle 2 Jahre passiert, kann auch sein, dass es nur alle 40 Jahre passiert. Niemand weiß das, außer F-Kerk, und die hüllen sich dezent in Schweigen. Einer der Gründe, warum wir so wenig darüber wissen, hat damit zu tun, dass F-Kerk wirklich weit, weit weg wohnt, nämlich ganz da unten im Südozean, rund um die Antarktis. Wenn man da forschen will, dann muss man erstmal hinkommen, das ist nicht so ganz einfach. Und wenn man dann vor Ort ist, dann sind die Arbeitsbedingungen häufig eher unangenehm. Viele Stürme, raue See, im Winter ist es dann die ganze Zeit dunkel, es ist richtig tierisch kalt, jede Menge Eisberge rauschen durch die Gegend. Und deshalb hat auch keiner Lust, das ganze Jahr über da unten rumzuschippern, nur um alle paar Tage mal zu gucken, was F-Kerk denn so treibt und wie es denen geht. Wäre auch viel zu teuer. Also, wir können unsere kleine F-Kerk gar nicht direkt beobachten. Was machen wir stattdessen? Alter Biologentrick. Wir graben einfach etwas tiefer und fleddern die Leichen. Denn solange sie leben, schwimmen unsere F-Kerks relativ weit oben, nahe der Wasseroberfläche, denn sie brauchen ja das Sonnenlicht. Aber wenn sie irgendwann sterben, dann sinken sie runter Richtung Tiefsee. Da unten kann man jetzt einfach so einen großen Trichter aufbauen, der alles einsammelt, was runtergerieselt kommt und das zeitgesteuert in Flaschen abfüllt. Nach einem Jahr oder so holt man das ganze Gerät wieder hoch, hat dann seine paar 20 Proben, die kann man auswerten. Das ist genau das, was wir getan haben. Nur hat die Sache einen kleinen Haken. Was immer dieser Trichter einsammelt, das kommt ja nur deswegen da unten an, weil es vorher an der Oberfläche aus irgendwelchen Gründen gestorben ist. Diese Gründe kennen wir wieder nicht, denn auch die konnten wir ja nicht direkt beobachten. Deshalb muss man mit der Deutung dieser Ergebnisse ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, das hier ist das beste Material, das wir haben, denn es ist so ziemlich das einzigste Material, das wir haben. Also müssen wir uns damit irgendwie arrangieren. Ich habe unsere kleine F-Kerk jetzt ein ganzes Jahr lang durch sämtliche Jahreszeiten hindurch verfolgt, mich also quasi als Diatomeen-Stalker betätigt, indem ich 19 Proben ausgewertet habe. Dabei habe ich mehr als 6.500 Zellen vermessen und aus all diesen Daten kann ich jetzt eine ganze Reihe an Rückschlüssen treffen über den eigentlichen Lebenszyklus von F-Kerk. Das Problem dabei bleibt, nichts davon ist tatsächlich eine direkte Beobachtung, es war ja kein Zeuge dabei, und daher funktioniert das Ganze mehr wie so eine Art Indizienprozess vor Gericht. Das heißt, ich schaue in meine Daten, ob ich da irgendwelche Muster oder Auffälligkeiten sehe, mache mir dann Gedanken dazu, was ich da eigentlich tatsächlich sehe, entwickle daraus Hypothesen, was tatsächlich vorgehen könnte und versuche diese Hypothesen anhand meiner eigenen Daten und dem allgemeinen Forschungsstand dann entweder zu belegen oder zu verwerfen. Das ist dann der eigentliche wissenschaftliche Arbeitsprozess und das Ganze hat sehr viel mit kleinteiliger Detektivarbeit zu tun. Aus all den Erkenntnissen, die ich dabei gewonnen habe, muss ich mich heute Abend aus Zeitgründen dann leider auf einen einzigen Aspekt beschränken. Und den sehen wir genau hier. Und das, was hier passiert, hat damit zu tun, dass unsere kleine F-Kerk letztendlich aufgegabelt und abgeschleppt und wahrscheinlich sogar vernascht wird. Das muss ich ein bisschen erklären. Hier sehen wir die Grafiken zu 2 meiner Proben. Und die sind eigentlich ganz einfach zu lesen, diese Diagramme, denn deren Breite hängt nur davon ab, wie viele Kieselalgen unterschiedlicher Größe in der Probe waren. Das heißt, hier für das linke Diagramm, das ist im oberen Bereich relativ schmal, weil von diesen ganz großen Zellen nur ganz wenige in der Probe sind. Und hier unten ist die Grafik ziemlich breit, weil von diesen relativ kleinen Zellen ganz, ganz viele in der Probe sind. Auf der rechten Seite sieht das ein bisschen anders aus und der hauptsächliche Unterschied ist, dass von diesen relativ kleinen Zellen deutlich weniger in der Probe sind. Das heißt, irgendwas ist passiert, das dazu geführt hat, dass ganz viele von diesen kleinen Zellen verschwunden sind. Und das auch noch in sehr kurzer Zeit, denn zwischen den beiden Proben liegen gerade mal 10 Tage. Das ist jetzt nicht so furchtbar viel. Was das verursacht haben kann, dazu gibt es mehrere Hypothesen. Aus Zeitgründen reicht es heute Abend leider nur für eine davon. Und die hat, oh Wunder, natürlich mit Sex zu tun. Die Idee ist nämlich ganz einfach, dass diese vielen kleinen Zellen hier tatsächlich die Geschlechtszellen von F-Kerk sein könnten. Das würde nämlich genauso aussehen. Die hätten so ungefähr diese Größe, weil ja nur die kleinen Zellen Sex haben. Dann könnte es sein, dass auf einmal ganz viele davon auftauchen, weil Kieselalgen recht häufig so richtig groß angelegte Massenorgien feiern, wo einfach jeder mitmischen will. Bei F-Kerk wissen wir das nicht so genau. Das ist einer der Gründe, warum ich die erforsche. Und dann wären die Geschlechtszellen auch nach ziemlich kurzer Zeit schon wieder verschwunden, denn entweder die haben sich erfolgreich verpaart oder die sind einsam und verlassen zugrunde gegangen. Ja, macht also alles Sinn, dass wir hier tatsächlich Diatomeen-Sex sehen und
Wer mal wissen will, wie das tatsächlich aussieht, hier ist das Beweisfoto. Schön jugendfrei verpixelt. Ist ja eine anständige Veranstaltung hier. Allerdings, wer jetzt heute Abend auf irgendwelche saftigen pornografischen Detailbilder gewartet hat, naja, hier sind sie. Ist vielleicht auch nicht ganz so spektakulär. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn das hier jetzt alles Diatomeen-Sex ist, dann würde ich auch erwarten, kurze Zeit später die Ergebnisse zu sehen. In Form der Babys, dieser riesengroßen Initialzellen. Das war tatsächlich gerade mal eine einzige in dieser Probe hier. Das ist jetzt nicht so furchtbar überzeugend. Deshalb gibt es noch eine andere Hypothese, die hat dann mit Völlerei und mit Gewalt zu tun. Zwei Themen, die mir auch sehr am Herzen liegen, aber dafür ist heute Abend leider keine Zeit mehr. Meine 10 Minuten sind rum. Immerhin, wir hatten 10 Minuten Zeit für Sex. Ist ja auch schon mal was. Häufig reicht das ja auch vollkommen. Und ich hoffe, für euch war es genauso gut wie für mich. Zu guter Letzt möchte ich gerne noch ganz schnell all meinen Mitstreitern und denjenigen, die das Projekt finanziert haben, danken. Und natürlich ganz besonders euch, liebes Publikum, für das geduldige und aufmerksame Zuhören. Danke. Michael Kloster.